getan! Du hast alles zerstört, weil du die Wahrheit nicht verkraften kannst! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Möglicherweise können wir das alles noch stoppen! Ich weiß, das ist nicht, was du willst! Ich weiß, das ist auch nicht das, was Alan und Laura gewollt hätten! Ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Nur du kannst das Chaos beenden, Jody. Tu es. Tu es für mich. Jody, fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Peterson, jetzt nimm das und tu es! Diese Dinger werden dich zerreißen! Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator! Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es geht nicht, Jody. Es ist zu spät.
zusammen. Hexe dazu. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jodie, diesmal gibt's richtig Ärger! Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Leben, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jodie. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will.
Wir leben. Aiden? Ein Wunder. Wir haben es geschafft. Aiden? Seitdem die Betasonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen.